Ich war im Kloster. Naja, nicht ganz so, sondern eher so. Aber erstmal von Anfang. Das ist die Exerzitien- und Bildungsstätte St. Bonifatius in Nordrhein-Westfalen, die aufgrund der Jahreszeit dann eher so aussah. Dennoch war ich bei meiner Ankunft totaler Vorfreude und gespannt, was auf mich zukommt, weil ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Ich werde jetzt Nonne. Ich werde nicht Nonne, aber ich bin eine Woche im Kloster. Kleine Info vorab, ich werde natürlich nichts filmen, was irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat. Einfach aus Respekt vor anderen Leuten und einfach weil es eine spirituelle Zeit ist und ich finde, da hat eine Kamera auch einfach nichts zu suchen. Was mache ich hier im Kloster? Ich mache ein Exerzitienseminar für Einsteiger. Was? Ich weiß, die meisten von euch werden davon wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Aber dafür haben wir in diesem Video unsere sehr geschätzten Experten. Ja, hallo, ich bin Roberto Piani, vom Beruf her Theologe. Ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren für das Bistum Osnabrück und für circa 10 Jahre für die GCL, die Gemeinschaft Christliches Lebens. Es geht, wie gesagt, eine Auszeit zu nehmen aus dem Alltag. Oft fährt man in einen anderen Ort, oft ganz nah an der Natur. Und in diesen Tagen bekommt man Impulse, um oft mit Bibelstelle oder mit anderen Übungen Erfahrungen zu sammeln, um überhaupt die Beziehung mit Gott zu entdecken und das zu vertiefen. Eine Brücke zu bauen zwischen was das Glauben in die unterschiedlichen Konfessionen angeht und mein eigenes Leben. Was hat das mit meiner Bestrebung nach mehr Hoffnung, Liebe und Frieden in mein Leben zu tun, zum Beispiel. Für die, die das nicht wissen und nicht unseren Podcast hören, by the way, ihr solltet auf jeden Fall unseren Podcast Körper, Seele und Gedankenchaos hören, den ich mit meinem lieben Freund Melvin mache. Da habe ich ja so ein bisschen erzählt über meinen spirituellen Werdegang, über meinen Glauben und so weiter. Also ich sage immer, ich bin im Christentum zu Hause, aber ich würde mich eher als spirituellen Menschen bezeichnen. Das heißt, ich bin für alle Religionen offen und ich finde, jede Religion bringt was Tolles mit ein. Und ich finde, man kann aus jeder Glaubensrichtung vieles lernen. Zum Beispiel eben, wir haben eine super, super tolle, interessante Gruppe. Wir sind 9 Leute aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands hier. Männer, Frauen, junge Leute. Also die Jüngste ist 24 und die Älteste ist, ich glaube, 71, hat sie gesagt. Also komplett unterschiedliche Menschen mit auch komplett unterschiedlichen Ansätzen auch und auch Motivationen, warum sie hier sind. Das fand ich auch super, super spannend. Menschen, die sehr, sehr gläubig sind, Menschen, die ihren Weg zum Glauben und zu Gott erst finden. Genau, also alles bunt gemischt. Bei mir ist es so, ich will einfach meinen Glauben nochmal vertiefen. Ich will neue Sachen kennenlernen, wie ich, ja, wie ich beten kann, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich die Verbindung zu Gott schaffen kann und genau, ich will mich einfach weiterentwickeln. Ich bin einfach gespannt. Meine Uni fängt ja nächste Woche an. Das heißt, das ist jetzt nochmal meine Auszeit. Und genau. Meine Schwester Rita, die hat uns hier was mitgebracht. Und das fand ich ganz toll. Und das wollte ich mal vorlesen. Und zwar heißt das: Was sind Gebete? Ach, sie können leise, arm und schüchtern sein. Sie können wie silberne Tauben in den Himmel Gottes auf einem frohen Herzen aufsteigen. Oder sie können sein wie der unhörbare Lauf bitterer Tränen. Sie können groß und erhaben sein wie der Donner, der sich in den hohen Bergen bricht. Oder schüchtern wie das scheue Geständnis einer ersten Liebe, wenn sie nur von Herzen kommen möchten und wenn sie nur der Geist Gottes mitbetet. Dann hört Gott sie. Na, das hört sich ja alles sehr poetisch an. Doch wenn es darum geht, Gebet zu definieren, ist uns allen am Anfang des Seminars aufgefallen, dass es ganz, ganz verschiedene Arten von Gebet gibt und auch verschiedene Arten, um Gebet zu verstehen. Ich meine, schauen wir uns allein die ganzen Religionen an, wie sie beten, ganz unterschiedlich, mal auf dem Boden, mit Schriften, beim Meditieren, mit Räucherstäbchen. Und auch ich für mich selbst habe das Yoga entdeckt, sogar das Malen habe ich im Kloster als Meditations- und Gebetsform entdeckt. Und doch verbindet all diese verschiedenen Gebetsrichtungen eine Sache. Es geht darum, den eigenen
Glauben zu vertiefen, den eigenen Glauben auszuleben. Und auch Glaube ist ein ganz schön großes Wort, was vielleicht nicht ganz so leicht zu definieren ist, doch das sagt Schwester Rita dazu. Glaube ist das, was man ganz schwer nur beschreiben kann, was ganz individuell ist, mit jedem und jeder von uns ganz persönlich zu tun hat und mit dem, der als Person sagt, ich bin da. Nun gut, dann schauen wir mal, wie ich Gott diese Woche sage, dass ich da bin. Guten Morgen, jetzt ab zum Morgengebet. Um 7.45 Uhr treffen wir uns. Gestern Abend waren wir Abendessen, tolle Gespräche gehabt und danach haben wir auch nochmal tolle Gespräche gehabt in der Runde. Dann haben wir uns nämlich so einen kleinen Film zu Ignazio von Loyola angeschaut. Das ist der Gründer der Jesuiten. Tatsächlich war Ignatius von Loyola und seine Jesuiten, die er gegründet hat, noch oft Thema im Laufe der Woche, denn unser Exerzitienseminar hat sich eben auf seine Lehre sozusagen von Exerzitien und von Glauben gestützt. In der katholischen Kirche hat sich im Laufe der tausendjährigen Geschichte unterschiedliche Spiritualitäten oder Wege zu Gott haben sich ergeben, die oft an einer Person gebunden sind, die irgendwie eine Spiritualität initiiert hat. Wir können denken an Franz von Assisi oder Benedikt von Nursia. Ignatius von Loyola ist einer von dieser Spiritualitätgründer, fast zeitgleich mit Luther von der protestantisch-evangelischen Reformation. Was mich an dieser Spiritualität von Anfang an sehr fasziniert hat, erstmal dieser persönliche Zugang zu meinem Glauben, zu Gott, aber auch diesen Spruch, den oft wiederholt, Gott in allem suchen und finden. Also Gott ist nicht nur in die Gebetszeiten zu suchen, aber auch mit einem reflektierten Blick auf mein Leben, auf mein Alltag, auf meine Beziehungen, auf meine Erfolge und Scheitern. Was alles ich im Leben erfahre. Gott in allen Dingen suchen und vielleicht auch finden, das konnten wir direkt am Dienstagmorgen für uns schon mal ausprobieren. Und zwar haben wir einen kleinen Meditationsspaziergang gemacht, jeder für sich, mit der Aufgabe, es einfach mal richtig zu genießen, mit allen Sinnen. Ich glaube, es ist nicht Sinn der Sache, dass ich jetzt hier durch den Wald jogge. Aber erstens fühlt sich das gerade richtig gut an. Und zweitens, das habe ich gerade gesehen, wir haben echt noch einen ziemlich langen Weg vor uns. Das heißt, ich muss jetzt eben joggen meditieren. Aber wie gesagt, das tut auch ganz gut, das befreit den Kopf. Und ja, jetzt bin ich doch etwas schnell gerannt. Also ich habe jetzt irgendwie nur noch 1,9 Kilometer. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter. Jetzt mache ich noch ein paar Etappen. Und dann kann ich jetzt das letzte Stück nochmal genießen. Da sieht man auch, wo ich hin muss. Da ist die ganze Anlage. Also nicht so weit. Ist in einer halben Stunde oder knapp unter einer halben Stunde auf jeden Fall machbar. Nach weiteren Impulsen an diesem Tag kam dann Tag 3, der Tag der Stille. Und wenn für dich diese kurze Stille im Video schon ein bisschen befremdlich war,
Stell dir vor, wie es uns ging, die alles miteinander teilen wollten, so viele Impulse über den Tag bekommen haben, so viel Neues dazugelernt und so vieles entdeckt haben und wir konnten das alles nicht miteinander teilen. Doch wenn ich ehrlich bin, war ich nach dem sehr schönen und doch sehr mental auch fordernden Tag am Dienstag sehr dankbar für etwas Stille und auch Inneneinkehr an diesem ruhigen Mittwoch. Und dann war irgendwie auch schon Zeit für den letzten richtigen vollen Tag, Tag 4, der Donnerstag. Auch an diesem Tag haben wir viele Impulse bekommen. Wir haben zum Beispiel das Bibliodrama ausprobiert, was super spannend war. Aber was an dem Tag besonders schön war, was ich unbedingt noch mal teilen wollte, war eine super schöne Erfahrung beim Morgengebet, die gezeigt hat, Gott ist wirklich immer da, Gott begleitet uns. Ja, heute war ein bisschen ein Tag. Also ich bin heute Morgen aufgewacht mit so einer Stimmung. Und eigentlich fand ich das Morgengebet heute ganz angenehm. Die Stelle, beziehungsweise wir hatten ein Bild. Das war von einem Bild von Rembrandt, der verlorene Sohn, also die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Ja, das hat mich irgendwie angesprochen, weil ganz kurz zur Geschichte, der verlorene Sohn, also ganz, ganz knapp, ein Vater, zwei Söhne, Sohn 1, Sohn 2. Der eine Sohn möchte, also der jüngere Sohn möchte sich seinen Erbanteil auszahlen lassen, geht raus in die weite Welt, verprasselt das Geld, kommt bettelnd zum Vater wieder. Der Vater nimmt ihn auf, der ältere Sohn ist neidisch, weil er sagt, voll unfair, ich arbeite hier die ganze Zeit für dich. Der verprasselt einfach dein ganzes Geld. Du machst noch eine Party, weil der nach Hause kommt. So, hä, was ist denn da los? Im Endeffekt hat mich das sehr berührt, weil ich heute Morgen aufgewacht bin und irgendwie nicht so eine crazy God-Connection heute gespürt habe. Und ich dann praktisch den Vater als Gott gesehen habe und mich jetzt nicht ganz übertrieben, aber im übertragenen Sinne so ein bisschen als den Sohn von wegen, ja, auch wenn ich mal vom Weg abkomme, die Connection nicht so stark spüre, nicht so da bin mit Gott, ein paar Tage keine Gespräche mit ihm führe, ein paar Wochen keine Gespräche mit ihm führe, er ist immer da und empfängt uns mit offenen Armen und das hat mich heute Morgen irgendwie voll berührt, weil das war voll passend. An diesem Morgen fiel es mir also schwer, die Verbindung zu Gott so zu spüren, wie ich es die Tage davor getan hatte. Und ich glaube, das ist etwas, was uns, vor allem uns Katholiken, zu diesen schweren Zeiten, aber auch wichtigen Zeiten des Umbruchs in der katholischen Kirche beschäftigt. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Mist passiert. Und wegzuschauen bringt gar nichts. Meiner Meinung nach lohnt es sich, von innen herauf Veränderung zu schaffen oder diese zumindest versuchen, irgendwie anzustoßen. Auch in diesem Video wollte ich dieses Thema nicht unkommentiert lassen und habe deswegen Roberto Piani ein bisschen da nach seiner Meinung gefragt. Ich denke, das ist ein Thema, diese Auseinandersetzung mit, wie sich die Kirche als Institution entwickelt hat. Ein Thema, die heutzutage besonders hier in Deutschland sehr aktuell ist und die viele beschäftigt. Ich komme aus dem Bistum Osnabrück, wo gerade vor einer Woche unser Bischof zurückgetreten ist. Weil der hat auch gemerkt, dass die Fehler, dass die leitenden Personen gemacht haben, Spuren hinterlassen haben, nicht nur bei den Betroffenen, aber auch bei den Leuten, die sich engagieren in der Kirche, dass ein Vertrauensverlust da war. Und hat jetzt diesen Schritt gemacht, die von einer Seite sehr mutig finde, aber das auch war, sehr ernst zu nehmen, dieser Unmut bei den Leuten. Ja, ich würde den jüngeren Leuten ermutigen, ihre Stimme immer präsenter, immer stärker hören zu lassen, weil wir haben gesehen, eine Änderung oder eine Reform braucht man oft in die Kirche einzustößen von außen, nicht von den Leuten, die seit vielen Jahren da beschäftigt sind. Deswegen eine frische, junge Stimme ist sehr wichtig, finde ich. Dass sich junge Menschen immer mehr für Veränderung einsetzen, scheint also nicht nur mir ein großes Anliegen zu sein.
Doch ich weiß auch, dass es als junger Mensch sehr schwer ist, sich mit so etwas zu identifizieren. Doch der Weg zum Glaube ist nicht direkt der Weg zur Institution Kirche. Der Weg zum Glaube als junger Mensch kann super spannend sein. Und da habe ich mal Schwester Rita so gefragt, was es so für Ressourcen gibt, wenn man einfach mal ein bisschen neugierig ist. Also für junge Menschen finde ich es wichtig, dass sie es mit jungen Menschen zu tun bekommen auf ihrer Suche. Es gibt richtig gute Angebote, zum Beispiel die Zukunftswerkstatt in Frankfurt oder in Innsbruck auch, wer nochmal ein bisschen über die Landesgrenze gucken will. Und einfach zu schauen, wo gibt es Angebote für junge Leute, so für Einsteiger, so zum Schnuppern. Manchmal findet man tatsächlich auch in seiner Umgebung ein Angebot für junge Erwachsene, wo man einfach mal so einen Lunch-Talk vielleicht hat, wo man mal so einen Abend findet für junge Leute. Mal schnuppern, mal gucken, ist das meins? Und guck dich ruhig breit um. Also sei nicht mit dem Erstbesten zufrieden, sondern guck ruhig, so, wo ist meins? Viele Klöster haben auch so Angebote und auch da guck hin und mach dir selber ein Bild. Also wichtig ist, glaube ich, selber sozusagen dabei zu bleiben und sich nicht was vorquatschen zu lassen, sondern sich ein eigenes Bild zu machen und zu gucken, wo sind die andere junge Leute, mit denen ich mich austauschen kann, wie ticken die, was sagen die. Manchmal ist Musik auch ein guter Ratgeber. Also ich bin in meiner Jugend auch ein bisschen mehr zum Glauben gekommen über die Musik und einfach mal ein bisschen die Augen offen zu halten. Manchmal muss man ein bisschen mehr suchen. Auch wir haben gemeinsam musiziert und zwar im Abschlussgottesdienst am letzten Tag unserer gemeinsamen Zeit. Ich gehe nach Hause mit ganz vielen tollen Erinnerungen, ganz vielen Tools, um meine Spiritualität im Alltag neu entdecken zu können und neu integrieren zu können. Und ich gehe nach Hause mit einer tiefen Dankbarkeit für diese wundervollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, die mir so vertraut haben, denen ich so vertrauen durfte, mit einem Herzen voller Liebe und Hoffnung.